Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Ihr hört die zweite Hälfte von dem unglaublichen Podcast mit den Mädels, mit denen wir eigentlich nie was machen wollten. Ja, ich habe mich vorhin immer krass gesträubt. Oder? Ja, zu Recht, weil sie auch richtig schmutzig sind einfach, ne? Aber einmal Finger im Arsch und schon war die Sache geritzt. Huch, wer ist das? Das sind Ines und Layla und wir reden ja heute über, wie man richtig fickt. Wir hatten das Wort ficken benutzt und das benutzen wir normalerweise ja nie im Podcast. Wir sind eigentlich ein sehr aufgeräumter, ordentlicher Podcast, der auch in Schulen vorgespielt wird. Genau. Lehrveranstaltung. Ist bei uns aber auch so, ne? Ja, wirklich? Wir haben auch schon Einladungen bekommen, dass wir bei Schulen so Vorträge machen. Nein, ja. Das ist eine Lüge. Sogar religiös. Zeig mir die E-Mail. Mache ich. Möchte ich auch so bewiesen. Ja, richtig. Ja, und ihr seid hier gerade in der zweiten Hälfte gelandet. Also wenn ihr die erste Hälfte nochmal hören wollt, und das ist ganz, ganz wichtig, das nachzuhören, müsst ihr einfach das neue Sexvergnügen bei Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes eingeben. Und dann hört ihr die erste Hälfte. Und das ist auch ganz wichtig, um hier überhaupt den Anschluss zu kriegen und zu wissen, worum es hier geht. Und wir waren bei der Frage stehen geblieben, ob ihr es mögt, Ines und Layla, nachts mit einem richtigen Penis geweckt zu werden. Also nicht mit einem Strapon, sondern mit einem Penis. Also ich wurde schon mal geweckt. Einmal? Nee, das ist super selten passiert, weil ich glaube, das macht ein Mann jetzt nicht einfach so. Aber da hat mein Ex-Freund, also man kannte sich sehr gut, mich tatsächlich mit so einer richtig harten Latte in der Nacht geweckt. Und dann hatten wir so unfassbar geilen Sex, weil ich weiß nicht, weil man ist so irgendwie, normalerweise bin ich schon so ein muffliger Typ. Also wenn ich dann mal schlafe, dann möchte ich auch schlafen. Ich dachte, du stinkst in der Nacht einfach. Das auch. Schwitzen, also, so Eber. Aber das ist zum Glück immer so, dass Leute dann da einen Fetisch entwickeln, für die mit mir zusammenleben. Übrigens übelst geil, wenn du mit einer Frau Sex hast, ne? Und dann mit ihr total romantisch gerade intim bist und ihr dann irgendwann ins Ohr flüsterst, du stinkst. Das soll ich auf jeden Fall mal übernehmen. Ich find's mega geil. Ich hab ja immer, wenn ich so richtig geil geknutscht habe, habe ich irgendwann gesagt, du wirst bald sterben. Auch gut. Ja. Ich merke das auch immer wieder, weil ich habe ja auch diese Art, irgendwie Romantik zu zerstören in sehr romantischen Situationen. Und es kommt wirklich nicht jeder darauf klar. Ne? Also manche Leute sind dann irgendwann richtig hart abgefuckt. Das soll jetzt nicht so papa-psychologisch klingen, aber du kannst es nicht ertragen, wenn dich jemand wirklich liebt. Wahrscheinlich. Also ich fand das auf jeden Fall geil, mit so einem Schwanz geweckt zu werden. Boah, ich bin sauer direkt schon wieder, wenn ich daran zurück. Nee, aber das fand ich schon geil. Das war ein extrem guter Sex. Also ich glaube, das war der beste Sex, den ich in dieser Beziehung hatte. Ja, sagt einiges darüber aus. Also eigentlich sollte man nur mit mir schlafen, mit mir Sex haben, wenn ich so im Halbschlaf bin. Du bist eine Sleeperin einfach mal. Ja, ich tue einfach so, als ob ich schlafe. Steck rein. Ist auch so ein bisschen so 50-50, ob das funktioniert oder ob man danach eine Anzeige wegen sexueller Belästigung im Hals hat. Ja gut, aber wenn man in einer Beziehung ist und eigentlich ist alles cool und man schläft irgendwie ein, ohne dass man sich gestritten hat und so und man kennt die andere Person, ja, dann erwarte ich das schon irgendwie, dass man das checkt. Allerdings, wenn die andere Person nämlich nicht aufwacht, genau, ich glaub, dann ist es nämlich Vergewaltigung und das wurde sogar gesetzlich festgehalten. Das auch in einer Beziehung? Ja, wirklich. Weil ich hab sogar eine Bekannte. Und ich habe schon mal jemanden verklagt, deswegen. Ja. Ich habe eine Bekannte und die hatte eine Affäre. Und ich meine, da ist es ja auch so, wenn man bei dem anderen schläft, dann hat man eigentlich immer Sex, ne? Weil es ist eine Affäre und man trifft sich zum Bumsen. Ja. Sie wollte bei ihm keinen Analverkehr und er hat sie im Schlaf dann immer anal vergewaltigt. Ja, okay, aber das ist ja auch, wenn sie das sagt, dass sie das nicht möchte, das ist ja eine ganz andere Situation. Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht davon, dass die Person nicht aufwacht, ne? Also wir reden schon davon, dass die Person dann geweckt wird. Mit einem Chloroformtuch. Ja, genau. Also, mach auf! Was für eine, also wie ist euer Podcast nochmal? Also was habt ihr so für Themen? Solche halt. Was ich nicht verstehe, wie kann man bitte nachts nicht vom Analverkehr aufwachen? Hat er denn einen furchtbar kleinen Penis oder was war da los? Ich weiß nicht, ich habe seinen Penis nicht gesehen, aber ich denke schon, dass sie einfach auch einen extrem tiefen Schlaf hatte.
Es gibt einfach so Leute, die schlafen wie ein Stein. Ne? Da kannst du, ich habe auch so eine Freundin, ey, die, wenn die sagt so, ey, weck mich bitte um 13 Uhr, ja, so, so einer ist das. Und ich dann dastehe und sie rüttel und Musik anmache und keine Ahnung, in die Luft klatsche und so. Und ich mir denke, Alter, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, sie aus dem Bett zu schmeißen, damit sie kurz aufwacht. Oder so, so Deo und Feuerzeug nehmen. Ey, das war so ein richtig perverser Schlafprofessor, der mal auf die REM-Phase gewartet hat, so Rapid-Eye-Movement-mäßig. Und wenn sie in der Schlafphase war, hat er immer sein Dödel rausgeholt, schon angerieben, weil er gemerkt hat, die Augen bewegen sich so unter den Lidern. Und das hat seinen Penis richtig hart gemacht und dann hat er sie gebumst. Weil so kann es nur gewesen sein, weil dann ist man ja nur in der Tiefschlafphase, ne? Aber richtig perverser, ja, zorniger Typ. Auch so einen verschwundenen Schlafrhythmus, dass sie auch irgendwie auch um 12 Uhr mittags noch in der Tiefschlafphase sind. Was hat sie mit dem Typen gemacht? Sie hat ihn nicht angezeigt, aber sie hat sich auch tatsächlich weiterhin mit ihm getroffen, was mich extrem wütend gemacht hat damals, weil ich das halt richtig schlimm fand, als sie mir das erzählt hat, weil sie ja offensichtlich auch das nicht wollte und er das dann ausgenutzt hat, dass sie geschlafen hat. Deswegen, das fand ich schon richtig krass. Ich wusste gar nicht, dass man jemanden anzeigen darf dann. Doch. Auch in Beziehungen. Ja, ja, Mann. Ich meine, es gibt genug Leute, die auch in Beziehungen vergewaltigt werden, ne? Die gar nicht so Bock, also oder nicht. Ja, okay, also aber da sprechen wir von häuslicher Gewalt, sind wir ja, aber also dass man in der Beziehung, also dann kann auch die Frau gehen oder der Mann, also das fand ich, also dass man wirklich sagen kann, ich zeig den an. Klar, ja. Also das geht. Aber ich finde. Aber dann kannst du halt nicht, also klar, wäre es natürlich auch gut, wenn sie dann gleichzeitig die Beziehung beenden, ne? Also sind dann so. Dürfen auch Zeugen Aussagen genau, vorgeladen werden. Ey, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum packen wir eigentlich den ganzen ernsten Kram bei uns in den Podcast, ja, genau, und den ganzen lustigen Krams bei euch rein? Das finde ich richtig unfair. Du hast angefangen, ja, mit dem Thema. Das war, das war dein Vorschlag. Aber ich muss sagen, ich habe nochmal eine gegenteilige Geschichte dazu. Und ich hatte eine Ex-Freundin von mir, die zu deiner Geschichte, Ines, die ich auch nachts im Schlaf geweckt habe, genauso, und die ist so erschrocken davon aufgewacht, ihr war nämlich so ein Tiefschläfer, dass sie mich aus dem Bett geschmissen hat. Schön und eng, die, dachtest du dir denn in dem Moment so. und die wusste das, die stand nämlich überhaupt nicht drauf und danach habe ich es auch nicht nochmal probiert. Aber ich dachte, es wäre alles cool, weil die auch voll mitgemacht hat. Die war so im Tiefschlaf, dass sie auch das ganze Programm durchgezogen kannte hat. Kannte sie bis schon. Bis zu dem Punkt, wo sie wach geworden. Ich habe schon geknutscht, ich hatte schon meinen Schwanz in ihrem Mund. Ja, alles, das ganze Programm. Komplettes Programm. Ja. Ich hatte einen ganz tollen Sex gerade für eine halbe Stunde. Bist du aufgewacht? Ich sexwandle. Ich war voll dabei. Mann, immer musst du alles ruinieren. So, du hattest das aber noch nicht beantwortet, Leila. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon Beziehungen gehabt, wo ich das mochte, so mit dem Ständer geweckt zu werden. Ich hatte aber letztens die Situation, auch mit jemandem, mit dem ich sehr häufig schlafe, wo ich geweckt wurde und der Typ offensichtlich Bock hatte zu bumsen und ich mir nur dachte, Alter, wenn du jetzt mich nicht schlafen lässt, dann werde ich richtig wütend. Und aber ich glaube, das kommt auch drauf an, wie viel man so schläft, so allgemein, ne? Wenn man halt die ganze Zeit ausgeschlafen ist und dann wird man irgendwie morgens geweckt, ne? Mit einem Ständer ist das, glaube ich, was anderes, als wenn man gerade super Schlafmangel hat, endlich mal ein paar Stunden pennen kann und dann kommt jemand und ist so, oh, ich bin gerade geil, wach mal auf, so. Und bei mir ist es halt auch so, sobald man mit mir redet, kann ich halt danach nicht mehr einschlafen. Also das war's dann. Und deswegen bin ich dann immer so richtig grumpy, wenn ich noch weiter schlafen müsste und bin dann auch so ein bisschen asozial. Also. Oh, das nervigste Feature, was ich mir bei einer Frau vorstellen kann, ist, wenn man mit ihr redet, dass sie danach nicht mehr einschlafen kann. Das ist gerade aufgedeckt. Stell dir mal vor, ich rede ja immer mit meiner Freundin auch abends noch und wenn sie danach nicht einschlafen könnte. Nee, das ist ja was anderes. Aber ich meine, wenn ich jetzt schlafe und geweckt werde und also wenn ich zuhöre, ist das noch okay, ne? Aber sobald ich halt antworten muss und dazu zwingen Menschen mich öfters mal, wenn sie mich wecken, weil sie oft dann was von mir wissen wollen, dann ist halt vorbei und dann bin ich halt so wach, dass ich nicht mehr pennen gehen kann. Amen. Aber kennt ihr nicht diese Zwischenphase, so wenn ihr gerade aufwacht und ihr, es gibt halt so eine, ich weiß nicht, ich glaube jeder hat andere Sachen irgendwie, ja gut, wenn er dann aufgestanden ist, kann er sich nicht mehr hinlegen oder so, oder wenn er halt was gesagt hat, kann ich nicht mehr weiter schlafen. Und bei mir ist es halt einfach schon, wenn ich eine Antwort geben muss. Ich kann zuhören und sofort wieder einpennen, aber sonst nicht. Eigentlich sollte das Thema dieser Sendung ja sein, wie fickt man richtig? Und ihr habt noch nicht geantwortet. Wir haben ja in eurer Podcast-Hälfte schon gesagt, wie man richtig fickt, also so halbwegs zumindest. Voll krass. Also, ein bisschen richtig bis zum Boden wurde diese Frage nicht erläutert, aber schon relativ nah dran. Aber jetzt, das ist ja auch das Konzept von unserer beiden Podcasts, ne? Fragen nicht wirklich zu beantworten. Ja, genau. Immer schön diplomatisch bleiben. Ja. Aber ist das nicht konzeptuell in allen Medien so, dass die man ist doch immer unbefriedigt, wenn man irgendeine Fernsehsendung guckt oder irgendwas, wo eine Frage erläutert werden soll und man ist danach so,
Ey, eigentlich ist das jetzt noch nicht geklärt, oder? Habt ihr schon mal irgendwas gesehen und ja, dann dachtet... Das ist gerade so Meta, dass wir darüber reden, dass wir eine Frage nicht beantworten, während wir die Frage nicht beantworten. Also, und wie andere nicht beantworten. Ich beantworte jetzt diese scheiß Frage einfach. Ja? Also wenn ich jemanden richtig gut ficken will, dann bereite ich mich richtig gut darauf vor. Nehme am besten so ein geiles Rosenbad und ziehe mir heiße Wäsche an. Dann mache ich richtig gute Musik an, die meistens nur mir gefällt. Mm, das kann ich bestätigen. Ohne Sex, ohne Sex mit Layla zu haben. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und also so gerne so ein bisschen, also eher so Rock, aber schon so ein bisschen sexy. Was wäre das so mal als Titel? Dass ich Bed of Roses von Bon Jovi. Das wäre auch geil, aber da müsste ich die ganze Zeit mitsingen und lachen. Aber nee, eher sowas wie, wobei ich Barry White zum Beispiel auch ganz geil finde. Aber dann denke ich die ganze Zeit an Barry White. Das ist irgendwie auch scheiße. Streets of Philadelphia, glaube ich, ist auch ein ganz toller Song zum Bumsen. Genau, besonders wenn man den Kinofilm gesehen hat. Ich höre eher sowas wie, keine Ahnung. Mehr AIDS-Witze gibt es übrigens in der ersten Folge. Ich wollte gerade sagen, auch die AIDS-Witze haben es auch in unserem Podcast geschafft. Wieso beantworte ich überhaupt noch irgendwelche Fragen? Ines hört sich am liebsten selber reden, das geht mir genauso. Auf jeden Fall mache ich da Musik an und dann muss das schon so ein bisschen so, also Kerzen müssen auch da sein, wenn ich jemanden krass verführe. Oder wenigstens gedimmtes Licht, weil es gibt nichts Nervigeres als so eine richtig stark leuchtende Deckenleuchte. Man weiß auch als Mann, es ist direkt Muschi-Alarm, wenn eine Kerze in der Wohnung brennt, wenn du reinkommst. Ist das so? Heute wird gebumst, das weißt du einfach. Eine in weiß eingerichtete Wohnung, so ein Ikea-Weiß, ne, das alles von Ikea ist. Kennt ihr diese Frauenwohnung, wo alles einfach von Ikea ist und alles in weiß? So richtig Stereotyp. Und dann hat die sich noch so eine Duftkerze gekauft und angezündet. Die sind dann voll gut von Ikea. Die mag ich auch ganz gerne. Ja, aber du weißt auch, es wird gebumst. So ein Leuchtsignal, genau. Aber ganz ehrlich, die teuren aus Frankreich, die Duftkerzen da anzuzünden, wenn du einmal Bums, das ist echt auch. Weil die das geht ins ja weiter. Geld, ich weiß. Weißt du, die brennen weiter und dann merkst du so: Scheiße, ich habe gerade 40 Euro verbrannt, während ich hier irgendwie 2 Stunden gebumst habe. Möchte übrigens sagen, dass die sehr gesundheitsschädlich sind, nur mal so. Also, von dem Punkt möchte ich. Verbraucherschutz greift an dieser Stelle ein. Also, ich glaube, das Sperma ist auf jeden Fall besser, was man dann da von so einem alten Opa irgendwie lutscht, als den Duft von diesen Vanillekerzen. Kann man den nicht eigentlich auch sammeln und daraus dann Kerzen? Ja, genau, machen? Eine Spermakerze, gibt's sowas? So, wo man den doch so mit, also jetzt sind wir wieder bei Kindern, das passt auch nicht so ins Thema, aber als Kind hat man das ja immer gemacht, so Kerzen geformt und immer in so einen Wachstopf getan. Hab und wenn man dann altes Sperma sammelt. Würde ich machen, wenn es das gibt, aber ganz ehrlich, so ein altes Sperma zu verbrennen, ich weiß nicht, wie das riecht. Wäre ein super Merchandise auf jeden Fall für Sexvergnügen. Spermakerz mit eurem Namen drauf. Ja, dann müsst ihr aber als Spender dienen. Falls wir irgendwann, ich habe gerade eine Vision, falls wir irgendwann mal ein Event zusammen machen sollten, vielleicht im Hochsommer, dann würde ich gerne, dass ihr einen Töpferkurs anbietet. Es ist eine sehr gute Idee, Jakob. Darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Kommt jetzt auch relativ spontan gerade so. Habe ich auch noch nie gehört vorher. Wir wollten noch einen Dildo-Töpferkurs machen. Oh, super. Mhm. Ihr könntet eigentlich das perfekte Glied töpfern. Ja. Wollte ich auch mal auf meinem YouTube-Kanal machen. Olga Says, nur mal so, folgt mir da. Wie du mal mit deiner Cross-Werbung, ey. Und im Gegensatz zu uns, die uns ja immer ihre emotionalsten Probleme als Lesermails einschicken, könnt ihr euch Gipsabdrücke von euren Hörern einschicken lassen. Und daraus dann... Das können sich die Hörer von das neue... Das können sich die Hörer... von unserem Podcast. nicht leisten. Die 6 Euro Porto, oder? Oh ja. Ich war ja bei eurer Show. Warst du bei unserer Live-Show? Ja, wusstest du das nicht? Nee. Hinten rechts habe ich gesessen. Hast du wirklich? Hatte nicht. War wirklich? Echt? Ja, natürlich. Hast du mich gesehen? Nee, aber ich habe gehört, dass du da warst. Unter war den ganzen geilen Mäuschen, die da waren, das habe ich dich gar nicht gesehen. Doch, war schön. Bis zu der Hälfte, wo ich gegangen bin. Richtig schön. So, Ines, jetzt du mal. Ich glaube, Leila war noch nicht fertig mit ihrem. Ja, ich aber. Ich komme ja jetzt erst zum Sex. Ah, okay, sorry. Ah, oh Mann, ey, ich habe jetzt nur dieses Drumherum auch noch. Weißt du, damit ich hier nicht so, ich ziehe ihm die Hose runter und dann blase ich ihm mal richtig schön. Das war so krass, das Vorspiel, dass ich schon eingesleept bin. sagt der Typ, der seiner Freundin gerne lange Massagen gönnt. Wird das jetzt so ein Diss-Podcast? Aber gut, ich entspanne mich da mal wieder rein. Das ist schon die ganze Zeit gewesen. Am Ende haben wir alle so eine richtig harte Orgie, wo wir unsere Aggressionen ausleben. Mit Faustschlägen ins Gesicht beim Sex. Bam! So fickt man jemanden richtig. Ich sag dir jetzt mal, wie man jemanden richtig fickt.
Und das wird dann auch euer Sextape. Ihr wolltet doch ein Sextape haben, habe ich in der letzten Folge gehört. Wow, du hast unseren Podcast? Oh mein Gott, Max. Leila wollte ein Porno drehen. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendeiner von euch wollte ein Sextape. Du, glaube ich. Ich wollte einen. Ja, siehst du. Würdest du wirklich einen Porno drehen? Ja, aber halt, es geht um so ein Heimporno, weißt du? Sowas, wo man sich selbst aufnimmt beim Sex. Ich denke direkt an so diese Alpenfilme, so Porno, wo dann so Leute singen und so ein Dirndl anhaben. Liebesgrüße aus der Lederhose. Es wird ein Heimatporno. Den Sperma kriegt man da so schwer wieder ab von dem Leder. Ja, das bleibt ja dran, bei richtigen Lederhosen bleibt ja alles dran. Die macht man nicht sauber, die wäscht man nie. Ja, ich weiß, ich hatte als Kind eine. Und die hast du voll gewichst, ja, als Kind. Ich glaube, da war ich noch nicht so weit. Ich hatte meinen ersten Samenerguss sehr spät. Von wem war denn das Sperma an deiner Lederhose? Möchtest du darüber mal reden? Warst du eigentlich im Kirchenchor, Jakob? Da wären wir wieder bei Jakobs Vaterkomplex. Hast du auch einen Vaterkomplex? Deswegen sitzen wir im Büro deines Vaters. Wir sitzen wirklich im Büro von Jakobs Vater. Ja, tatsächlich, tun wir. So, jetzt mal wieder von mir und meinen... Ja, darf ich jetzt endlich mal... Ja, also, bitte, jetzt komm doch mal zum Schuss. Ich zieh ihm dann einfach die Hose runter und dann ich los. So. Das war's. Nein, aber ich würde auf jeden Fall mit einem langen, intensiven Blowjob starten. Und zwar schon so, dass der Typ dann irgendwann sagt so, oh nee, jetzt muss ich irgendwie so, weißt du? So. Muss los. Oh nee, jetzt muss ich los. Ja, genau. Und dann noch ein bisschen auf dem Herd. Ich glaube, ich habe den Gasherd angelassen. Und dann gehe ich rüber zu meinem Freund und dann mit ihm Sex. Das ist so meistens die Geschichte. Nein, genau. Und dann so ein langer, intensiver Blowjob, dass der Typ so sagt, eigentlich kann er das gar nicht mehr aushalten so und will Sex haben. Ne? Und wie dann, klingt das denn? Mach mal den Typen bitte. Oh, warte. So, also so ich komme jetzt hier gleich. Oh, lass mal kurz. Und also klar, Reiten ist irgendwie die eine Sache. Wir haben ja schon in unserem Podcast darüber geredet, den ihr übrigens folgen könnt. Mehr Infos dazu auf Instagram unter @laylalofire zum Beispiel. Und @Ines Agnoli. Und folgt mir auch auf meinem YouTube-Kanal, Holger. Hört auf, das ist shameless Plug. Shameless Anal Plug hier. Und nee, aber dass halt nicht alle Penisse in Körperform gut sind zum Reiten. Zum Beispiel auch, wenn jemand einen großen Bauch hat, ist es gar nicht so einfach, den zu reiten. Wie fett? Also hast du schon richtig fette Typen hast du denn? Ey, ich bin ja so, dass ich optisch null Ansprüche habe, wie man allgemein Warum weiß. Denn? Ist das alles eine Herzenssache bei dir? Herzenssache nicht unbedingt, aber so, ich stehe auf so eine richtig erotische Art. Also erotische Art klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so, wie die Typen sind, aber also wenn jemand so eine sexy Art hat und auch sich so eloquent ausdrücken kann und irgendwie so gewisse Punkte damit trifft. Du erinnerst mich an meine Tochter. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, deine 250 Kilo, die würde ich jetzt mal richtig gerne mit nach Hause nehmen. Oder spreiz deine Beine, zeig die Fotze, lass dich gehen. Und das für ein Sound? Das ist von Frauenarzt, ja. Stimmt. Ah, ja, okay. Der macht auch Pornos, glaube ich. Nee, hat er mal. Ein Kumpel von mir, ein Kollege, hat mal so Tourvideos von dem geschnitten und es war richtig heftig, was da so Backstage abging. Aber war auch nur eine Frau, die ich gesehen habe. Aber richtig danach heftig. Danach hast du abgebrochen, ne? Ich werde der Rapper, sag ich mal. Ja, okay. Und dann. Und also ich finde halt irgendwie so Reiten ist die eine Sache, so, aber auch in allen anderen Positionen eigentlich, sobald ich irgendwie mich nicht bewege im Bett, bin ich schon so ein bisschen, also finde ich es nicht so geil, ne? Also ich arbeite schon immer so ein bisschen mit. Du machst nicht gerne den Seestern? Doch, den mache ich auch gerne, aber selbst dann bewege ich mich mit. Also ich bin ein Schwabbelseestern. Einer, der in den Wellen Qualle. Mitgeht. Wie schön. Eine Qualle. Schön mit Wasser aufgepumpt. Nicht nur mit Wasser. Ja, aber also das finde ich halt voll wichtig. Und es gibt halt auch so Positionen, wo du dich gar nicht bewegen kannst. Also wir hatten mal über die Hühnchenposition gesprochen, wo du irgendwie so mit angewinkelten Beinen, so also ganz nah am Körper, auf dem Bett liegst. Und der Typ dich eigentlich so super unbequem hinten in die Vagina bumst und am besten noch deinen Kopf so in die Matratze drückt. Und sowas finde ich zum Beispiel nicht so geil, weil da kannst du halt gar nichts machen. Ne? Ist auch so erniedrigend irgendwie, oder? Total, ja, mega. Aber was macht man denn als Frau, wenn man merkt, der Typ macht sowas?
Nee, was macht man denn als Frau, wenn man merkt, der Typ schiebt hier gerade eine Nummer, die mir gar nicht gefällt? So einmal kurz in den Hodensack boxen, oder? Nee, also versuchen aufzustehen, würde ich sagen. Also aufzustehen, also sich aus der Position zu bewegen und dann zu sagen, aber auch ey. So. Aber hat man denn überhaupt Bock noch mit dem zu bumsen, wenn er merkt, man merkt, dass der irgendwie gerade hier so seine Pornofantasie durchzieht? Also ich finde, wenn er das einmal macht, weil Männer denken ja auch ganz oft, dass Dinge Frauen gefallen, weil sie es mal irgendwo gehört haben. Wenn er das jetzt einmal macht so und du sagst denen so, finde ich nicht so geil, lass mal das machen. Und er macht das mit, dann ist alles cool. Wenn du aber sagst, du hast keinen Bock da drauf und er ist so, jetzt sei mal kurz leise, dann oder ist Abstand. Ja. Riech mal hier dran. Das ist nicht lustig, ich wollte euch nur testen, ob ihr das lustig findet. Ihr heute gemacht habt. Ja. Ja, aber Ines? Also ich verstehe ja die Frage, wie fickt man jemanden richtig? Vielleicht ein bisschen anders. Ich bin nicht so der Typ, der dominant ist beim Sex. Also ich finde das nicht so geil. Ich hatte das mal, da habe ich quasi jemanden immer und immer wieder gefickt. Und ich habe auch so ein bisschen Respekt verloren vor dem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er quasi so den Seestern gemacht hat. Und ich so das Gefühl hatte, boah, ich pack den hier, ich schreie den ins Ohr, ich bumse den so richtig und der macht da fast nichts. Hast du Max' Gesicht gerade gesehen, wie traurig es wurde? Nee. Woran ist meine letzte Beziehung gescheitert? Ja, es tut mir leid, Max. Aber ich musste an eine Ex-Freundin von mir denken oder eine Affäre, die war auch genau so. Die hat, also als Mann denkt man, er muss immer der Aggressor sein in beim Sex und gerade in der ersten Nacht. Und ich hatte eine, die so richtig es mir besorgen wollte, also so auch so, komm mal her und auch so die schon fast so mit den meine Haare gepackt hat und die Matratze gedrückt, wo ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und es war auch so ein zartes, war gar nicht so irgendwie, die war nicht größer als ich oder so. Ich war da ein bisschen erschrocken. Ich hatte auch mal so eine, die hat immer ganz wütende Geräusche gemacht, wenn man sie gebumst hat. Sobald man halt den reingesteckt hat, hat sie so und dann ging es auch mal richtig wütend dabei. Wow. Ist das die Freundin mit da der dachte ich mir gerade, was erlebt die da mit dem Thema wieder? Hast du sie mal gefragt? Nee, wir hatten nur eine Affäre, da geht man nicht so intim miteinander um. Also du hast es einfach akzeptiert, dass du diese komischen Geräusche da hören musstest und sie wahrscheinlich irgendwelche krassen Erinnerungen irgendwie verarbeitet. War es genau der Sound? Ja, wirklich genau, auch so richtig mit dem Reingleiten. Aber ich glaube, manche sind so, wenn sie geil sind. Ja. Ja. Ich kenne also auch Männer, die genau so Geräusche machen. Ne? Ich kenne auch genau so diese Gesichtsausdrücke vor allen Dingen, ja. So ein zorniger Gesichtsausdruck bei Frauen, also wenn man merkt, es ist ein zorniger Lustgesichtsausdruck, macht mich schon ein bisschen geil. Ja, es darf jetzt nicht so aussehen, als ob sie gerade einen Ball köpft oder so. Es muss schon ein bisschen erotisch aussehen. Aber ich mag auch, wenn der Frau so richtig die Gesichtszüge entgleiten beim Sex, weil du merkst halt, dass sie nicht mehr irgendwie, weil Frauen denken sich ja oftmals so, wie sehe ich gerade aus? Und wenn das beim Bimsen passiert, dann sieht das einfach scheiße aus, weil dann können sie sich nicht 100% fallen lassen. Aber wenn man merkt, okay, ja, spielt nichts mehr eine Rolle. Wie beim Scheißen. Sind das eigentlich auch Nebenwirkungen von den K.O.-Tropfen? Ich bin allein zornig. Das ist schon so ein geiles Wort in Kombination mit Sex, wenn eine Frau zornig guckt. Kennt ihr das nicht, dass man manchmal miteinander so richtig zornigen Sex hat? So? Ja, sicher. Richtigen Scheißtag gehabt und dann so alle beide und dann so, komm, wir reagieren uns jetzt mal ab. Nee, aber darauf wollte ich eigentlich auf so eine Art und Weise raus zum Thema, weil ich finde auch, wenn man jemanden richtig, also wie fickt man jemanden richtig, das klingt für mich auf jeden Fall nach richtig hartem Sex, wo es doll klatscht, wo schnell gefickt wird, wo gewürgt wird, wo Haare gezogen werden und ich meine auch als Frau, ne, auch wenn du dann die gewürgte und die bist, wo die Haare gezogen werden, der Typ muss sich ja auch so krass anstrengen, dass er auch am Ende weggefickt ist. Ah, mein Ex-Tipp! Aber wenn du so sagst, zahl dass du das mal. Hör mal, da bist du auf jeden Fall gefickt. Wenn du so sagst, dass du jemanden so hart fickst und wenn du es so erklärst, ne, dann stelle ich mir dich immer mit dem Megafon vor. Neben seinem Ohr so, oh, der ist hart in die Fresse und mach die Beine breit. Ins Traktor Anali. Ja. Nee, aber ich werde gerne heftig gefickt. Also nicht immer, aber wenn richtig gefickt werden soll, dann soll das der Mann übernehmen und der ist auch dann jedes Mal K.O. danach. Aber bewegst du dich so mit eigentlich? Also, nö, ich bin dann wie so ein Opfer und lieg einfach. Wie so ein nasses Brötchen. Mettwurst rein, Hack rein. Genau.
Ja, ich habe das nie so richtig verstanden, wenn Frauen so richtig dominant behandelt werden wollen beim Sex, weil manche Frauen haben das ja auch und ich habe das schon oft erlebt, dass auch Frauen das so richtig lieben, gewürgt zu werden dabei und ich fühle mich immer fremd im eigenen Körper, wenn mir eine Frau das sagt, wirk mich jetzt bitte mal. Ich mach das dann. Ja, das ist irgendwie komisch. Meine Hand, wenn sie auf den Hals der Frau zugeht, denkt sich dabei dann, was hast du erlebt? Ich kann das jetzt nicht machen. Dabei hat sie wahrscheinlich einfach gar nichts erlebt und hatte einfach Bock drauf. Also ich meine, das erhöht ja auch den Orgasmus, ne? Ja. Ja, also ich glaube, das muss auch für beide Seiten auf jeden Fall cool sein und das müssen auch beide Seiten wollen, weil sonst wird es genauso, wie du gerade gesagt, wenn dann jemand so irgendwie mit so einer zarten Hand dann einer mal, dann ist es nur schlimmer, als wenn man gar nichts macht. Aber ich glaube, das ist so gut, dass viele Männer das gar nicht auf dem Schirm haben, dass echt super viele Frauen gerne gewürgt werden und vor allem, wie man Frauen wirkt. Ja. Und ich habe letztens mit einem Freund geredet, da waren wir in der Bar. Und der hat irgendwie so ein Mädel gerade am Start, die es auch so ein bisschen härter mag und er ist das nicht gewohnt. Und er war so, ja, Leila, sag mir mal bitte, was ich machen kann und was kann ich da ausprobieren. So, und da habe ich ihm mal so ein paar Sachen irgendwie gesagt, die, also so leicht dominante Sachen, ne, die man so machen kann. Unter anderem eben auch würgen. Und dann haben wir so voll lange darüber geredet und irgendwann meine ich so, ah, warte, ich zeig's dir einfach mal jetzt bei dir so, wie der Druck sein soll und wo man drückt, weil man kann ja über dem Kehlkopf oder unterm Kehlkopf drücken. Und drückt man über oder unterm? Genau drauf. Also, das sollte man nicht machen. Das erbricht. Das ist richtig schmerzhaft. Pfeife, wenn du keine Luft mehr kriegst. Also, wie war das Geräusch von deiner nochmal? In Kombination. Danke. Nee, also ich finde über dem Kehlkopf besser, aber ich finde unter dem Kehlkopf auch nicht so schlimm. Also ich finde, man kann beides machen. Aber dann habe ich das bei ihm gemacht und er war so, oh mein Gott, gut, dass du mir das gezeigt hast. Als du jetzt würgen gesagt hast, dachte ich so richtig würgen. Das ist halt so ein 120-Kilo-Typ. Und wenn ich mir vorstelle, dass er mit seiner Freundin in Urlaub fährt und ich dann erstmal würgt und dann so, Leila, ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie wacht nicht mehr auf. Oh nein. Und dann war der Barkeeper da und er hatte so mega interessiert zugehört bei unseren Gesprächen und dann hat er irgendwann so sich so ein bisschen eingemischt, ne? Und dann meinte ich so, ja, hier, wirkst du deine Freundin so? Er so, was, würgen? Nein, auf gar keinen Fall. Stehen da Leute drauf und so? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sowas, was man auch mal sagen könnte für Leute, die keine Memes, keine Choke-Me-Daddy-Memes sehen jeden Tag auf Instagram. Würgen ist voll in Ordnung und du merkst relativ schnell, ob das jemandem gefällt, weil wenn du so ein bisschen die Hand auf den Hals legst und die Leute dann so den Kopf hochwerfen und so oh, machen, dann kannst du auf jeden Fall weitermachen, wenn die Leute so sind, so wir krachen Drachen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat eine Freundin, der hat eine kennengelernt, die wollte richtig verprügelt werden, also auch richtig mit Schlägen ins Gesicht. Und der hat es am Anfang selber gar nicht gewollt und musste sich das richtig antrainieren und hat es dann irgendwann so geil gefunden, dass er versaut für immer. Genau, war versaut für immer. Der hat danach hat auch wirklich 2 Jahre gebraucht, wieder eine Frau zu finden, weil alle die das auch mag. Ja, genau, nee, weil er einfach nie wieder nicht normal Sex haben konnte mit ihr. Und er wollte die halt alle verprügeln, weil er so krass drauf gestanden hat. Ich verstehe das gar nicht. Das kann man doch unten in seine Tinder-Description reinschreiben. Und dann, ich finde, wir haben das irgendwie ausreichend geklärt, das Thema jetzt. Und dazu kommt, dass ich krass pinkeln muss. Und ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, das an dieser Stelle abzubrechen. Also, ich dachte, dass wir ein neues Chapter öffnen. Ich meine, die Leute können ja kommentieren, wenn sie sagen, das soll... wenn sie meinen, das sollte nochmal stattfinden. Oder wenn sie sagen, das war der schlechteste Podcast, den Sie je gehört haben, bitte auch einen Kommentar darunter. Kann ich auch völlig gerne nachvollziehen. Bei uns auf iTunes. Wir nehmen keine schlechten iTunes-Kommentare, nur noch gute. Bei uns bitte nur noch 5-Sterne-Bewertung. Wir nehmen gerade alles. Apropos bester Sex. Genau, die erste Folge gibt es zu hören bei Ines und Leila, bei ihrem Podcast. Die zweite Hälfte der Folge, da seid ihr ja gerade drin, darum hört ihr es ja. Ihr könnt natürlich Ines und Leila abonnieren auf Instagram @LeilaLofire und @InesAgnoli. Und wenn ihr gerade frisch hier seid, das erste Mal, dann folgt uns auf Spotify, Deezer, Soundcloud, iTunes. Und natürlich sind wir bei Facebook, das gibt's auch noch, ne? Oder? Gibt's noch? Das gibt's noch. Und bei Instagram sind wir auch. Ja, genau. Einfach beste Freundinnen. Ach, wir werden uns sowieso taggen. Genau. Ja, genau, wir taggen uns alle. Irgendwie hat das auch was ganz, ganz Ekliges, wenn man so, das ist so wie... Cross-Promo. Ja, Cross-Promo ist das Ekligste der Welt. Audio. Ah, es war irgendwie schön. Also wenn ihr noch auf YouTube seid, dann geht das auch. Ey, das ist doch so ein vergammelter YouTube-Kanal von dir, oder? Gibt's den noch? Ja, ich mach da bald wieder Videos. Geht ja, stimmt auch. Gar nicht. Geh da nicht rauf, das ist ein vergammelter Scheißdreck. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr in der Badewanne seid und selber durch eure Organe Wasser eingelassen habt, ob ihr im Zug seid und die Leute sich wundern, warum ihr so komische Gesichter beim Hören dieses Podcasts macht, ob ihr putzt oder ob ihr gerade ein Hühnchen abrubbelt. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.